und willkommen zurück in meiner Küche. Heute möchte ich euch ein sehr leckeres Rezept für einen Frühstücksshake zeigen. Und zwar brauchen wir dafür eine Banane, einen Apfel und eine Birne, die ich in kleine Stücke geschnitten habe. Dann brauchen wir 2 Esslöffel Haferflocken und 1 Esslöffel Nüsse. Ich habe jetzt Haselnüsse genommen. Und dann brauchen wir 200 ml Joghurt oder 200 ml Milch, so wie ihr es möchtet. Dann nehmen wir jetzt als erstes unser Obst, tun das in ein Gefäß, wo wir dann die ganze Masse nachher auch schön pürieren können. Ihr seht, ich habe das auch nicht geschält, sondern nur das Gehäuse entfernt. Es kann wirklich alles dran bleiben. Dann nehmen wir unseren Joghurt. Jetzt fangen wir an, das alles zu pürieren. Wenn wir dann das alles püriert haben, dann ist es schon ein schöner Shake geworden. Den können wir jetzt in unsere Schüssel geben. Und dann könnt ihr es abschmecken, ob es euch süß genug ist durch die Banane. Wenn nicht, könnt ihr noch ein bisschen Honig mit dazu geben. So, dann nehmen wir noch unsere Haferflocken und unsere Nüsse. Geben die dazu, rühren das schön unter und fertig ist unser Frühstücksshake. Lasst es euch schmecken, ich hoffe es hat euch gefallen und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Rezept. Bis dann!